liebe Freunde, das war's. Hallo Freunde von Dach und Holz TV, der Uli wieder unterwegs. Heute im kaum bekannten Alto Münster. Das liegt nicht in der Nähe von Münster, sondern in der Nähe von München, also im tiefsten Bayern. Und hier wohnt ein guter Freund von mir und der hat mich gebeten, an dieser Terrasse, über diese Tür, eine Terrassenüberdachung zu bauen. Und ich habe gedacht, klar, gute Freunde sind selten, machst du natürlich. Und das Ganze werde ich für euch filmen und aufnehmen. Und euch ein bisschen was erklären. Ihr wisst, ich bin ja eher Theoretiker. Das heißt, wenn ihr seht, was ich mache und bessere Ideen habt, dürft ihr das gerne natürlich posten und kommentieren. Ich bin da nicht eitel. Ansonsten wird das eine Terrassenüberdachung aus einem Holzgerüst. Ich werde die Sparren nicht auf die Pfetten aufsatteln, sondern werde daraus eine Ebene machen. Das heißt, die Sparren schließen Oberkanten bündig mit dem Fetten ab über eine Schraubverbindung. Obendrauf kommt Plexiglas oder Acrylglas als Stegdoppelplatte und darunter kommen noch Seilspannmarkisen. Also das Ganze dient der Beschattung und der Wohnqualität im Außen in der Zeit des Sommers. Und ja, ich bin gespannt. 3 Tage Zeit ab jetzt. Und ihr seid dabei und ihr seht alles, was ich tue. Ich schneide nichts. Viel Spaß! Ja, ihr habt gesehen, ich habe gerade mal so ein bisschen die Lage gecheckt, wie man heute sagt. Also mal geguckt, zum Beispiel, ob diese L-Steine, das sind Beton-L-Steine, ob die in der Waage sind. Und das sind sie. Und zwar wirklich auf die Millimeter, also beste Voraussetzungen. Ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, die Pfosten in der Höhe auszunivellieren und anzupassen. Das fällt alles weg. Es ist wirklich gut. Und was auch wichtig ist, die Hauswand und die Vorderkante dieser L-Steine läuft bis auf 1 mm parallel. 2,51 Meter 5 bzw. 2,51 Meter 4. Auch ganz wichtig, weil es dann keine Schräge, kein Flugsparren oder was auch immer werden muss, sondern ganz normal alle Sparren haben die gleiche Länge, die gleiche Neigung. Das sind schon mal ideale Voraussetzungen. Und heute Morgen hat es hier tierisch geregnet und ich habe gedacht, das wird nichts. Ideale Voraussetzungen heißt, jetzt scheint die Sonne in dem Moment, wo ihr dazukommt. Wenn das mal kein gutes Zeichen ist. So, hier seht ihr mal das Material. Das ist Brettschichtholz, BSH, Fichte, GL24. Warum Brettschichtholz? Ich habe gesagt, wir verarbeiten Kunststoffplatten, Stegdoppelplatten, Acrylglas. Und diese Kunststoffplatten haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich unter Hitze und unter Sonneneinstrahlung sehr stark ausdehnen. Das heißt, sie arbeiten sehr stark, sie reagieren sehr stark auf Temperaturschwankungen. Und um zu verhindern, dass durch die Verbindung von Platten und Holz, das natürlich gleitend ist, das werdet ihr später sehen auf Profilen. Trotzdem gibt es viele Hersteller von diesen Stegdoppelplatten, die sagen, besser mit Brettschichtholz arbeiten, um das Arbeiten des Holzes möglichst zu minimieren und da nicht Spannungen aufkommen zu lassen. Ich habe eben gesagt, wir haben ungefähr eine Sparrenlänge oder eine Spannweite der Sparren von 2,60 Meter, 2,50 Meter. Da wirken diese 8 auf 16 vielleicht ein bisschen groß dimensioniert, weil ja die Platten kaum Last mitbringen. Allerdings sind wir hier in Alto Münster in der Schneelastzone 1a. Das heißt, und ich muss dazu sagen, nicht nur 1a, sondern auf einer Höhe von 550 Metern über dem Meeresspiegel. Das spielt ja beides eine Rolle. Das heißt, wir können hier über den Daumen durchaus mal im Winter mit Schneelasten von 80 bis 100 Kilo, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, pro Quadratmeter rechnen. Deswegen gehe ich da lieber auf Nummer sicher. Wir haben eine Spannweite bei den Rämen von 3,40 Meter, was hinten an der Wand keine Rolle spielt, weil wir haben das große Glück,
Das Haus ist natürlich ein Holzhaus, das heißt ein Haus in Holzrahmenbauweise. Da kann ich mit entsprechend dimensionierten Schrauben richtig direkt in die tragenden Hölzer rein. Und das fünfmal. Und vorne habe ich die Pfosten, beziehungsweise dann mache ich noch zwei schöne große ausladende Kopfbänder. Dann stimmt das von der Statik her. So, wir haben 3,40 Meter an Breite der Terrasse. Das heißt, wir haben nachher ein Achsmaß zwischen den Sparren von 86 cm. Diese Stegdoppelplatten, die werde ich euch nachher noch erklären und zeigen, die haben im Grunde zwei Standardmaße, 98 cm und 1,20 Meter. Ich habe mich für die 98 entschieden, einfach um da die Breite auch wegen der Schneelast nicht zu breit werden zu lassen. Und ich muss sie dann leider aber alle in der Länge nachschneiden, ist aber kein Problem mit dem richtigen Sägeblatt, das ich euch nachher auch noch zeige. Verbindungsmittel, die werde ich euch auch noch zeigen. Das ist nämlich ganz wichtig. Holzbau ohne Schrauben ist eigentlich kein Holzbau. Hier seht ihr mal das Schraubensortiment, was ich mir habe kommen lassen. Den Hersteller verrate ich jetzt mal nicht. Ihr seht hier so ein bisschen Gemüse. Ist immer wichtig, wenn ihr Latten, um Rechtwinkligkeit herzustellen oder zum Abstützen sowas braucht, immer auch mal ein paar kleinere Schrauben. Ansonsten habe ich mir kommen lassen 10x260. Damit werde ich oben die Firstfette werde ich oben quasi an der Hauswand in dem tragenden Holzrahmenbau verankern. 10 mm, weil diese Schraube hauptsächlich auf Abscheren beansprucht wird, also nicht auf Zug. Trotzdem muss es Vollgewinde sein, auf gar keinen Fall Tellerkopf oder Teilgewinde. So, dann haben wir weiter. Tellerkopf brauchen wir, um die Räme auf die Pfosten quasi erstmal ranzuziehen. Ihr kennt das Prinzip. Eine Tellerkopfschraube senkrecht von Rähmen in den Pfosten und dann zwei schräge Vollgewindeschrauben unter 30 Grad eindrehen. Damit ist das eine absolut nicht verbindungssteife, aber zumindest sehr haltbare Verbindung. Und diese Vollgewindeschrauben, die brauche ich auch, um die Verbindung von Sparren zu den Rähmen herzustellen. Ihr kennt auch das Prinzip. Das ist im Grunde eine Überkreuzverbindung. Das heißt, ich drehe die beiden Vollgewindeschrauben so ein. Und damit habe ich eine absolut druck- und zugfeste Verbindung von Sparren zu Rähmen, beziehungsweise im Allgemeinen sagt man halt von Nebenträger an Hauptträger, habe ich absolut hergestellt. Ich habe die in 6 mm und in 8 mm. Ich entscheide mich für die 8 mm, weil ich einfach ein sicherheitsdenkender Mensch bin. Das ist alles. Mehr braucht ihr nicht. Doch, ihr braucht noch mehr, und zwar Betonschrauben. Die zeige ich euch aber dann, wenn ich sie verarbeite und nicht jetzt schon. Ganz wichtiger Punkt bei so einer Baustelle, Werkzeuge, also Elektrowerkzeuge. Ich habe ein Sammelsurium. Einige von den Geräten kennt ihr, andere nicht. Den hier kennt ihr zum Beispiel, das ist der Fein Supercut. Warum? Weil ich eine Handkreissäge habe, die 66 mm Schnitttiefe hat, die Sparren aber nur 80 mm breit sind. Und um den Rest sauber rausschneiden zu können, habe ich mir überlegt, ich nutze den, wo wir bei der Handkreissäge sind. Das hier ist mein alter Haudegen. Der ist tatsächlich, also die Skill Orca ist 20 Jahre alt, gehört mir persönlich. Ganz viele Baustellen mitgemacht. Nach wie vor mega starkes Teil, wie gesagt 66 mm. Das ist auf so einer Baustelle immer klasse. Und ich habe dafür natürlich auch das passende Sägeblatt gefunden für die Stegdoppelplatten später. Nicht zu vergessen, wenn wir schon Schrauben haben, dann muss man natürlich auch einen Schrauber haben. Einige von euch werden ihn kennen. Wir haben ihn noch nicht getestet, werden wir aber tun. Der Bosch GSR 18V60C ist kein Schlagschrauber, leider. Deswegen werde ich euch nachher noch zeigen, was ich mir stattdessen habe einfallen lassen. Auch nicht unwichtig im Außenbereich. Ihr wisst, ihr müsst Höhen übertragen. Diesen Rotationslaser kennt ihr auch, den haben wir mal getestet und für gut befunden, dazu muss ich das sagen. Ich verlinke euch das alles mal unten, dann könnt ihr euch die Videos anschauen, um Höhen auf alle vier oder auf alle zwei Pfosten übertragen zu können. Und das hier ist so ein bisschen mein persönliches Ding. Eine uralte, ich glaube genauso alt wie die Handkreissäge, Oberfräse von Bosch, weil diese Brettschichtholzträger und Balken sind natürlich gefasst. Und wenn ich diese schneide an verschiedenen Stellen, sind die da nicht gefasst. Also ich will optisch das so angleichen, dass alle Kanten, auch meine Schnittkanten, nachher gefasst sind und das wirklich sauber aussieht. Deswegen Oberfräse mit einem Phasefräser, ganz wichtig. So, und jetzt, ihr Lieben, wo ich noch darauf hinweisen will, ihr seht da oben, da ist noch so eine kleine Überdachung.
Die ist ganz einfach zu lösen. Da sind nämlich tatsächlich nur teilgewinnende Tellerkopfschrauben drin. Das machen wir gleich als erstes. Aber ich fange an mit den Rämen. Und dazu muss ich sagen, bei den Stickdoppelplatten ist es so, die sind zu verlegen mit einem Mindestgefälle von 5 Grad. Bevor ihr jetzt eure Sinus-, Cosinus- und Tangenskenntnisse rauskramt, ich kann euch sagen, 5 Grad entspricht einem Höhenunterschied von 8,5 cm pro Meter Länge. Das könnt ihr quasi ausrechnen, das heißt, ihr habt euer Grundmaß der Überdachung, das multipliziert ihr mit 8,5 und dann habt ihr den Höhenunterschied zwischen Traufe und First. Im Grunde ganz einfach. Ich halte mich auch an die 5 Grad und das Schöne ist, bei so geraden, runden Zahlen, man kann es ganz leicht einstellen. Also sowohl an der Handkreissäge und an meinem Highlight, der Bosch Akku Cup Säge, da kann ich es auch einstellen. Also das wird richtig geil heute, Leute. Bleibt dran. So, ihr habt gesehen, ich habe das Rehm und die Firstfette genau auf Länge zugeschnitten auf der Bosch Kappsäge. Akkubetrieben, muss man sagen. Ich bin immer noch fasziniert. Und jetzt geht es darum, die Fette oder die Firstfette vorzubereiten, um sie an der Hauswand zu verschrauben. Ich habe gesagt, es ist Holzrahmenbau. Das heißt, wir können direkt ins Holz dahinter. Zwischen der Holzrahmenbauwand und der Putzfassade liegen noch 60 mm Dämmung. Ich habe mich entschieden für eine 10x260 Vollgewindeschraube mit Senkkopf. Kann man auch mit Zylinderkopf nehmen. Ich habe mal Senkkopf genommen, einfach um auch noch so ein bisschen Zug drauf zu kriegen. Und die will ich versenken. Und zwar hinter jedem Sparren. Wir haben 5 Sparren aufgeteilt, wobei die beiden äußeren Sparren nicht gegen die Pfette stoßen, sondern an der Seite vorbeilaufen, weil ich die beiden Hirnholzflächen der Pfette quasi verdecken will mit den Sparren. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Und ich habe eben gesagt, ich habe hier den Bosch Akkuschrauber. Das ist ein kraftvoller Kerl, aber ohne Schlag. Und ich bin nicht sicher, ob ich eine 10 mm Schraube, Vollgewindeschraube, ohne Schlag reinkriege. Deswegen habe ich mich entschieden, die Schrauben mit einem 8 mm Bohrer vorzubohren. Einfach um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwo stecken bleibe und die Schraube weder vor noch zurück geht. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Das will ich verhindern. Das heißt, ich reiße mir jetzt die Sparren an. Ich setze mir Sacklöcher, um die Schraubenköpfe ganz versenken zu können. Und dann bohre ich vor. Und dann zum Schluss werde ich die Oberseite der Firstpfette noch um 5 Grad schräg schneiden. Ihr wisst, 5 Grad ist die ganze Dachneigung. Das heißt, ich mache hier oben die Oberseite um 5 Grad schräg. Wenn ich dann die Sparrenköpfe auch auf 5 Grad abschneide, wird das eine absolut 5 Grad perfekte Fläche und ein perfekter Übergang für die Stegdoppelplatten. Also lasst euch überraschen. So, die Vorderseite ist vorbereitet mit dem Sackloch und der Bohrung, 8er Bohrung für die 10er Vollgewindeschraube. Jetzt geht es darum, die Oberseite abzuschrägen. Ich habe gesagt, 5 Grad habe ich hier auf meiner kleinen Skill eingestellt. 5 Grad, ihr seht, das ist nicht viel. Dementsprechend fällt auch wenig ab von der, vom Rähm. Ganz wichtig ist, ihr müsst von der richtigen Seite sägen. Das heißt, die Sacklöcher sind auf der Vorderseite und zur Vorderseite hin soll es ja auch abfallen. Das heißt, ihr müsst mit der Handkreissäge, welche immer ihr auch habt, von der Rückseite schneiden. Weil dann geht das Sägeblatt von der Kante quasi ins Holz rein, also nach vorne wird es flacher. Ganz wichtig, wir haben ja mit Bedacht ein 18er Holz gewählt. Deswegen würde ich euch empfehlen, schneidet direkt an der Kante. Also da soll das Sägeblatt eintauchen, damit ihr keine Höhe verliert. Wenn ihr sagt, ist mir egal oder ich gehe einfach mitten rein, dann verliert er einfach wichtige statische Tragkraft. Also das Sägeblatt, wenn ihr es führt, sollte an der Kante des Holzes, also quasi hier,
Da sollte es eintauchen und dann quasi schräg ins Holz reingehen. Ich liebe meine Skill, habe ich schon dreimal gesagt, egal. Großer Nachteil, es gibt keine Führungsschienen dafür. Ich habe mir deshalb geholfen. Die Latte funktioniert deswegen nicht, weil sie zu dick ist. Bei der geringen Neigung, ihr seht, der Motor hat ja eine gewisse Wucht oder eine gewisse Masse. Deswegen habe ich mir meine 2 Meter Wasserwaage jetzt einfach mal zweckentfremdet und hier mit 2 Zwingen festgemacht. Ich weiß, das ist nicht Profi-like, aber ich muss ja mit den Sachen haushalten, die ich hier zur Verfügung habe. Außerdem bin ich gar kein Profi. So, jetzt habe ich die Kamera mal umgestellt, damit ich nicht in die Sonne filme. Ihr habt vielleicht bemerkt, ich habe eben was von der Wasserwaage gesagt, die habe ich wieder weggenommen, weil auch die zu dick war. Das heißt, letztendlich musste ich das Rähm freihändig schräg schneiden. Ist nicht optimal, wenn man es macht, halt sehr langsam und mit Geduld nach vorne schieben. Das geht und ist es relativ sauber geworden. Und jetzt kommt noch der Multimaster, eventuell auch noch das Stemmeisen, der Stechbeitel zum Einsatz. Das untere Rähm oder die Schwelle, wie auch immer man dazu sagt, wird ein bisschen anders. Was gleich ist mit der Fürstfette ist, dass ich auch das hier auf 5 Grad abschrägen muss. Was anders ist, ich brauche keine Löcher in den Seiten, sondern ich brauche Löcher von oben. Und zwar werde ich ja nachher die Pfosten durch das Rähm hindurch verschrauben. Und zwar einmal mit einer Tellerkopfschraube und 2 Zylinderkopf- und Vollgewindeschrauben. Und damit der Tellerkopf nachher nicht im Wege ist, wenn ich die Platten bzw. auch die Profile über die Sparren lege, werde ich auch hier ein Sackloch bohren, das Ganze durchbohren, weil ich habe wieder 10 mm Tellerkopfschrauben für diese Verbindung. Und dann verschwindet das nachher alles unter den Profilen, den Grundprofilen für die Stegdoppelplatten. Das werdet ihr alles noch sehen. Pfostenbohrer, langer Holzbohrer und dann geht's los. So, zweiter Tag. Erkennt ihr daran, Cappy? Nicht nur als Zeichen für den zweiten Tag, sondern weil es halt wirklich richtig heiß ist. Ich habe die Pfosten vorbereitet. Vorne sind 2 Pfosten, die ich auf den L-Steinen fixiere. Das zeige ich euch gleich wie. Und vorbereitet heißt ausgeklinkt. 60 mm weggeschnitten, das wird nachher die Aufstandsfläche hier unten. Hier vorne diese Lasche, die brauche ich, um das Ganze im L-Stein zu fixieren. Und was ich am Anfang angekündigt habe, das Auge zimmert ja immer mit. Deswegen habe ich mich entschieden, die Phase der Brettschichtholz, Kanthölzer und Balken quasi auch an meine Schnittkanten zu übertragen, dass das überall eine saubere Kante wird. Ich finde, das sieht am besten aus. Okay, ich fange an und ihr guckt zu. Nächster Schritt, ihr habt gesehen, wir haben oben schon mal das Dach entfernt, das Metalldach. Es ist ein Stück vom Putz mitgekommen, ist aber nicht schlimm, weil wir mit unserem Rähm, mit unserer Fürstfette, ja genau auf diese Stelle auch wieder hoch wollen. Ich habe gemessen, die Löcher, die da gebohrt waren für das Dach, sind auf genau 2,40 Meter Höhe. Und es ist wie immer im Holzbau, es ist exakt gleich, also es ist wirklich richtig gut hier und richtig gleichmäßig. Weil wir kein Gerüst haben und auch keine Stahlsprießen, aber das Rähm oder die Fette irgendwie hochkriegen müssen, bauen wir uns eine kleine Hilfskonstruktion. 2 Restpfosten, unten eine Schwelle, damit das auf dem Gitter flächig aufliegt. 2 Latten, die das Ganze quasi steif halten. Das richten wir auf und dann legen wir das Rähm oben drauf und können dann, weil wir die Höhe schon exakt ausgemittelt haben, eigentlich gleich schrauben bzw. vielleicht noch einen Millimeter anpassen, aber das seht ihr gleich. Okay, jetzt geht's los.
10 x 260 mm Schrauben, ging rein wie Butter. Ich habe ja die Fette vorgebohrt, aber dahinter eben nicht, in den Holzrahmenbau. Und ihr habt gesehen, das ging rein ohne große Probleme. Das Ding hängt, ihr seht ein paar Löcher zu viel. Drei werde ich abdecken durch die Sparre, die ich nachher montiere. Die anderen, da kommen nachher diese Holzpropfen rein, reingeleimt, fertig, dann sieht das wieder gut aus. Ich habe mir diesen Punkt vorhin runtergelotet, weil ich natürlich den Endpunkt auch hier vorne bei den Pfosten brauche. Und hier unten seht ihr ein kleines Dreieck, quasi einen rechten Winkel, habe ich mir aus den Latten zusammengeschraubt. Ihr wisst das Seitenverhältnis 3:4:5, Pythagoras. Wenn ihr das anzeichnet, dann habt ihr automatisch immer einen rechten Winkel. Hier vorne, muss ich sagen, haben wir Glück gehabt. Da gibt es eine Fuge zwischen den Betonsteinen. Und wir, weil wir Betonschrauben verwenden, haben wir das Schwein. Wir sind zwar nur 3 cm vom Rand entfernt des Steins, aber die Betonschrauben üben ja keinen Spreizdruck auf. Das wisst ihr. Die werden vorgebohrt, reingedreht, fertig. Also, das passt alles. Und jetzt geht's gleich an die Pfosten hier vorne. Dazu werde ich euch auch gleich noch was erklären. Wie kriege ich jetzt die Höhe von da hinten nach hier vorne? 5 Grad Neigung, habe ich gesagt. Ich habe mir mit dem Rotationslaser einen Strich auf die Wand gemacht und einen Strich auf die Latte, die an der Stelle steht, wo nachher die Pfosten stehen. Damit habe ich quasi das Ganze einmal einnivelliert. Und wichtig ist dann, dass ihr den Abstand, habt ihr auch gesehen, zwischen diesem Strich, Unterkante, Fette messt plus 18 cm. Das heißt, ihr habt dann ein Maß der endgültigen Höhe. Wenn ihr das Ganze auf der Latte dann antragt, müsst ihr das reduzieren. Das heißt also, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe 83,4 cm von dem Riss bis Unterkante Fette, 18 cm Fette, das sind dann 1,4 Meter. So, diese 1,4 Meter, wenn ich mir die auf die Latte antrage, bin ich quasi auf genau der gleichen Höhe wie die Firsthöhe. Aber ich will ja weiter runter. Bei 5 Grad habe ich eben gesagt, bummelig 9 cm pro laufenden Meter. Genau sind das, habe ich mir auch aufgeschrieben, 8,7 cm. Jetzt ist es wichtig, dass ihr wisst, wie weit das Grundmaß ist, das heißt also Abstand von drauf zu Firstpunkt. So, und dann multipliziert das mit den 8,7 cm und erhaltet dann das Maß, was der Traufpunkt unter dem Firstpunkt liegen muss. Bei mir kommt das genau auf 22 cm. Wenn ich also jetzt, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ja, das wisst ihr ja bei mir, wenn ich also jetzt die 1,4 Meter, die ich gemessen habe am First, auf die Latte auftrage und davon 22 cm abziehe, habe ich genau die Höhe für die Traufe, damit das mit dem 5 Grad genau hinkommt. Ob das alles so stimmt, was ich gerade erzählt habe, das werden wir nachher natürlich alles gesehen, wenn wir das zusammenschrauben. Ich bin aber ziemlich optimistisch. Was auch sonst. Guten Morgen, Freunde! Tag 3. Erkennt ihr an meinem kanariengelben T-Shirt? Heute war es doch mal fällig zu wechseln. Im Hintergrund seht ihr Markus. Und so sieht unsere Terrassenüberdachung mittlerweile aus. Das Holzgerüst steht. Und ich zeige euch jetzt mal so ein paar Details. Ich habe nicht alles gefilmt, was ich gemacht habe, weil das Filmen natürlich, das wissen einige von euch, die auch einen YouTube-Kanal betreiben, immer extrem zeitaufwendig ist, und die Zeit ist das Einzige, was knapp ist, tatsächlich. Material genug, Schrauben genug, alles genug, Zeit. Gut, ich zeige euch mal, und zwar nehme ich euch mit hier vorne zu den Pfosten. Da habe ich gesagt, die habe ich ausgeklinkt,
und sie aufgestellt. Also, ich habe den 10er Pfosten ausgeklinkt. Und zwar habe ich mich aber entschieden, nicht halbe-halbe, weil ich ein bisschen mehr Aufstandsfläche wollte. Also, wir haben 6 cm Aufstandsfläche vorne, die Lasche ist 4 cm breit. Und ihr seht, das hat ein bisschen Abstand da unten. Ich habe tatsächlich, um den direkten Kontakt von Holz zu Beton zu vermeiden, ein Pad untergelegt. Das ist ein Gummigranulat, was vor allen Dingen auch im Terrassenbau verwendet wird, um die Unterkonstruktionshölzer aufzulegen. Habe ich halbiert, untergelegt, ist natürlich druckfest, einmal fest getackert und so hat das Ganze einen sicheren Stand. So, hier seht ihr, wie ich das Ganze verankert habe. Die Löcher habe ich gebohrt, das habt ihr auch gesehen im Video, und habe 220er Betonschrauben reingesetzt. Und das muss ich sagen, das ist sowas von bombenfest. Ich habe sie mit dem Akkuschrauber nicht ganz reingekriegt. Also ich habe ja gesagt, ich habe keinen Schlagschrauber. Also die letzten Zentimeter, die letzten 1-2 Zentimeter habe ich dann tatsächlich mit der Ratsche nachgezogen. Und das Ding ist absolut bombig, 2 Stück. Dass wir auch hier so ein bisschen an, ja, wie soll man sagen, an Windkraft, an Aussteifung übernehmen kann mit den 2 Schrauben. Und dann hält das wunderbar. Ja, das muss ich euch nicht erklären. Kopfband 45 Grad, da gibt es übrigens auch ein ziemlich geiles Video zu, könnt ihr mal unten sehen, verlinke ich euch, mit jeweils einer Tellerkopfschraube, Teilgewindeschraube und 2 Vollgewindeschrauben und oben und unten, sauber auf der Kappsäge auf 45 Grad. Ausladung haben wir hier 50 cm, sodass das Kopfband dann etwas mehr als 70 cm lang ist, das reicht völlig aus. Und wenn man hier mal so dran fasst, da geht wirklich gar nichts in keine Richtung. Also Aussteifung stimmt. So, hier seht ihr den Anschluss der beiden äußeren Sparren. Ich habe ja gesagt, ich setze sie nicht zwischen Rähm und Fette, sondern setze sie auf die Seite auf, neben die Pfosten. Einmal aus optischen Gründen, weil ich damit das Stirnholz, das Hirnholz des Rähms verdecke, da hinten. Zumindest zu einem großen, zum allergrößten Teil, weil nämlich hier, wo ich stehe, ist Westen, das heißt, hier ist die Wetterseite und ich habe gedacht, lieber das abdecken. Zum anderen seht ihr, ich habe das hier oben mit 2 richtig fetten Vollgewindeschrauben befestigt. Keine Teilgewinde, keine Tellerkopfschraube verwendet, weil die natürlich hier noch nachher sichtbar wäre. Und wenn wir jetzt die Platten auflegen, die Stegdoppelplatten mit den Profilen, gibt es an dem Ende, an den Rändern gibt es ein Randprofil, was hier quasi über den Rand rüber greift. Also diese beiden Schraubenköpfe nachher noch komplett verschwinden. Das war die Überlegung. Und ich glaube, das ist eine gute Überlegung. Hier, wenn ihr hier nochmal schauen wollt, die Fläche, das stimmt schon alles. Also ich bin zufrieden. Ja, ich habe euch gesagt, ich will die Sparren nicht aufsatteln, sondern flächig mit dem Rähm vorne und der Pfette hinten. Ich würde sagen, ist mir gelungen, sehr flächig. Und wenn man hier mal auf so eine Verbindung geht, ich habe mir übrigens was überlegt für die Montage, nämlich dieses Teil hier. Diese Lasche, die habe ich mir an die Sparrenenden, an die Sparrenköpfe aufgeschraubt mit diesen beiden Schrauben hier. Hinten auf die Fette aufgelegt, das Ganze zusammengezogen, hier nochmal fixiert und da hatte ich wunderbar, konnte ich die Sparren einlegen quasi allein. Ich brauchte also keine viele Helfer. Und hier diese beiden Löcher, die habe ich mir deswegen gebohrt, weil ich hier dann wunderbar meine Vollgewindeschrauben reinsetzen konnte, die von oben ja unter 45 Grad durch den Sparren in die Fette reingedreht werden. Ich weiß, ich kann ja aus dem Vollen schöpfen. Es reicht für eine solche Verbindung, wenn ihr von oben eine Schraube schräg reinsetzt und von unten. Weil ich aber so viele Schrauben übrig hatte und ich ein sicherheitsdenkender Mensch bin, habe ich ja schon mal erwähnt, habe ich gesagt, ich mache hier oben 2 Schrauben. Das sind die, die quasi das Ganze, den Druck aufnehmen von oben. Und von unten habe ich natürlich noch eine gesetzt, auch unter 45 Grad, die das Ganze dann nochmal verstärkt und auf Zug. Das heißt also, diese Verbindung Nebenträger an Hauptträger ist auch mit einer Schraube oben absolut ausreichend bemessen. Ich habe es aus Luxus- und Überflussgründen halt mit 2 Schrauben gemacht. Terrassenüberdachung heißt, wir brauchen ein Dach.
Sparren stehen oder liegen, wie man es will. Das hier ist das Steg-Doppelplatten-System. Leute, die viele Videos von mir geschaut haben, wissen, dass ich ein Klugscheißer bin. Das mache ich hier jetzt auch mal. Also, Plexiglas. Plexiglas ist nicht eine Materialbezeichnung, sondern ein Markenname, und zwar der Firma Röhm, die meines Wissens zu ThyssenKrupp gehören. Plexiglas ist im Grunde Acrylglas. Was heißt Acryl? Acryl ist eine Kurzform von Polymethylmethacrylat. Es gibt auch noch Polycarbonat, was auch unter Plexiglas verkauft wird, aber das hier ist quasi Acrylglas. Dazu gehören verschiedene Profile, um diese Platten auf den Sparren zu befestigen. Wir fangen an mit dem Mittelprofil. Das seht ihr hier. Ein Steg in der Mitte, um den Abstand zwischen den beiden Platten zu halten. Hier unten die Dichtgummis, wo die Platten aufgelegt werden. Das Ganze gibt es auch für den Rand mit einem Gummi. Hier ist quasi dann die Randabdeckung. Dann gibt es natürlich die Dichtprofile, Deckprofile, die von oben verschraubt werden und das Ganze dann von oben abdichten. Und die Platten halten trotzdem den Platten genug Luft, genug Bewegungsfreiheit lassen, damit sie wirklich arbeiten können. Das tun sie nämlich sehr gerne. Das Ganze natürlich auch für die Eckprofile. Ganz wichtig ist, Kunststoffplatten dürfen nicht mit einem normalen Holzsägeblatt geschnitten werden, sondern mit sowas hier. Die sind, es steht drauf, dass sie für Kunststoffplatten geeignet sind. Flachzahn, relativ vielzahnig. Und das ist vor allen Dingen das einzige Sägeblatt, was ich für mein altes Gil noch gefunden habe. Also das werde ich mir gleich aufspannen. Wir müssen die Platten einmal auf Länge schneiden. Die sind im Ursprung 6 Meter lang. Der Händler hat sie erstmal auf 3 Meter vorgeschnitten. Wir kommen so ungefähr auf 2,55 Meter, 2,60 Meter. Einmal quer. Und dann sind die 98 cm breit. Das ist eine Standardbreite. Unsere Sparrenfelder sind halt ein bisschen kleiner. Das heißt, ich muss sie eben auch in der Länge schneiden. Das wird so ein bisschen tricky. Aber mit dem Sägeblatt bin ich da ganz sicher unterwegs. Das klappt gut, muss ich sagen. Also Längsschnitte sind so ein bisschen tricky bei den Steg-Doppelplatten. Aber das hat gut funktioniert mit dem richtigen Sägeblatt. Mein Tipp, ganz wichtig, Kunststoffspäne können ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier haben wir unsere Behelfslatte. So ist es halt, so müssen wir arbeiten. Und was ich euch jetzt noch empfehle, wenn ihr die ganzen Späne hier drauf seht, ja, es ist nicht gut, die runter zu wischen, weil ihr könntet die Oberfläche verkratzen. Sondern mit dem Sauger ist besser. Ne? Einfach weg. Und die Folie oben drauf ist erstmal ein Zeichen dafür, das ist die Oberseite. Und ich würde sie auch wirklich bis zum Schluss, also bis ihr die Platten oben montiert, würde ich sie drauf lassen. Und erst, wenn ihr das Deckprofil, das Dichtprofil von oben drauf schraubt, am Rand etwas abziehen. Ganz zum Schluss erst die Folie runter. Wie komme ich auf das Maß? Ich habe mir ausgemessen den Abstand zwischen zwei Stegen im Grundprofil und habe dann an beiden Seiten jeweils 2 cm abgezogen, dass die Platte genug Raum hat zum Arbeiten. Das Dichtdeckprofil reicht auf jeden Fall, das deckt das von oben sauber ab. Wir haben es zwar heute sehr warm, das heißt, wenn wir die Platten gleich montieren, sind sie in der relativ großen Ausdehnung schon. In der Kälte werden sie sich eher zusammenziehen, aber die haben dann eine Auflagefläche von immer noch ungefähr 2 cm auf beiden Seiten. Das reicht auf jeden Fall aus. Gut, ich schneide die anderen Platten noch und dann geht's in die Montage. Ja, ich wollte euch noch ganz kurz ein paar Sachen erzählen, die mir so aufgefallen sind beim Schneiden von Steg-Doppelplatten. Erstens, hohe Drehzahl an der Handkreissäge, aber eine niedrige Vorschubgeschwindigkeit. Wenn ihr zu schnell sägt, kann es sein, dass ihr am Ende immer noch mal so eine kleine Kante raushaut. Also, langsam vorschieben, aber hohe Drehzahl. Zweitens, wenn man die selber zuschneidet auf Breite, kann es sein, dass an einem Ende dann quasi hier der Schnitt mitten durch so eine Kammer läuft. Das macht dieses Ende hier sehr unstabil. Deswegen haben wir uns entschieden, Markus an der Kamera, Grüße,
Wir haben uns entschieden, zwei Seiten zu schneiden. Und zwar haben wir die Schnitte dann so gelegt, dass immer am Ende möglichst nah am Rand einer der Stege stehen bleibt. Damit nachher die Dichtschiene, die man von oben drauf schraubt, damit die einfach eine Widerlage hat. Ist die doppelte Anzahl von Schnitten, lohnt sich aber. Weil hinterher, wir haben eine Platte, da ist das so ein bisschen flatterig. Ich hoffe, das macht uns gleich keine Probleme, aber deswegen der Tipp, immer möglichst nah an den Stegen schneiden. Und wenn das nötig ist von euren Maßen her, muss man halt an beiden Seiten schneiden. Kommt man nicht drum herum. Platten sind geschnitten. Jetzt geht es darum, die Kammern, also die kurzen Seiten, abzudichten. Das ist wichtig, damit da kein Getier ist, kein Schmutz, kein Dreck und kein Wasser reinläuft. An der Oberseite, an der Firstseite, passiert das mit diesem Klebeband. Das wird einfach um die Kante herum geklebt. Da kommt später noch ein Aluminiumprofil drauf. An der Unterseite ist es ein anderes, nämlich dieses hier. Das hat eine Membran und dieses Klebeband ist diffusionsoffen, beziehungsweise überhaupt offen. Warum? Weil diese Doppelplatten nicht komplett dampfdicht sind, kann Wasser oder Wasserdampf in der Kammer kondensieren und dann muss das Wasser irgendwo austreten können bzw. irgendwo diffundieren können. Und das passiert über diese Membranen. Die wird unten an der Traufe angeordnet. Also immer ganz wichtig, ihr legt damit, wo ihr welches Klebeband hinklebt, immer fest, was ist die Ober- und was ist die Unterseite oder was ist die Traufe und was ist die Firstseite der Platte. Verstanden? Gut. Alle Platten montiert. So sieht das aus. Ich muss dazu sagen, das sind keine klaren Plexiglas-Steg-Doppelplatten, sondern die haben den Namen Cool Blue XT Heatstop. Und der Hersteller verspricht, dass 70% der Transmissionswärme quasi gefiltert wird. Und ich muss sagen, es ist auch so. Also ich stünde hier normalerweise in der vollen Sonne und es ist so, dass es nicht nur leicht abschattet, sondern hier drunter ist es wirklich kühler. Das ist ziemlich klasse. Ich habe eben gesagt, ich bin ein Klugscheißer und davon will ich jetzt gerne noch eine Kostprobe geben. Es heißt Steg-Doppelplatte, nicht Doppelstegplatte. Warum? Weil es eine Doppelplatte ist, die mit einem Steg verbunden ist. Es sind nicht zwei Stege. So viel. Ich habe nämlich mit meinem Bauherrn Markus hier darüber gesprochen, wie es nun heißt. Und wir haben das nochmal recherchiert. Also Steg-Doppelplatte. Okay, was jetzt noch fehlt, sind die Deckprofile von oben, also die Dichtprofile auf den Sparren. Und dann machen wir uns an die Beschattung. Ich habe gesagt, wir haben eine sogenannte Seilspannmarkise. Es werden also parallel zu den Sparren werden Edelstahlseile gespannt, an denen dann man ein gefaltetes Tuch bis auf voller Länge ziehen kann. Das wirkt so ein bisschen doppelt gemoppelt, also jetzt haben wir schon so einen gewissen Hitze- und Sonnenschutz und diese Seilspannmarkise dient auch als Sonnenschutz und Hitzeschutz. Ist doppelt gemoppelt, aber was man nicht vergessen darf, das ist wirklich ein sehr schöner Stoff, den wir da spannen. Das heißt, das Ganze kriegt dann nochmal so eine richtig wohnliche Atmosphäre hier. Es ist jetzt nicht so ein kaltes Weiß, sondern ein beige oder ein cremefarbener Stoff. Und ich hoffe, dass wir das so gut hinkriegen wie alles andere. Drückt uns die Daumen. So sieht das System aus, wenn es ankommt. Recht vielfältig. Also wir fangen an. Links der Stoff, der ist auf Maß gefertigt, weil wir mit unserer Sparrenbreite natürlich sehr eingeschränkt waren. Dann haben wir hier die Abdeckkappen für die Spanner. WD-40, Tipp vom Hersteller, unbedingt die Edelstahlseile einsprühen, einölen, damit das wirklich wesentlich besser läuft. Das sind die Spannersets, das sind die Haken für den Stoff. Die Edelstahlseile und das sind so Laufhakenstopper, nennen die sich. Und hier noch der Schiebestock. Und dieses System kann man sich konfigurieren. Man kann auch auf Standardgrößen zurückgreifen. Das hängt davon ab, wie flexibel ihr bei der Unterkonstruktion seid. Also es gibt immer ein Zusammenspiel zwischen Stoffbreite und Stofflänge und einem Sparrenfeld. Und es sieht immer am besten aus, wenn es wirklich maßgefertigt ist, weil dann zwischen Stoff und Sparren so ungefähr 2-2,5 cm Luft bleiben, nicht mehr. Das ist schon alles sehr durchdacht. So, und wir sind jetzt gespannt, wie es funktioniert und wie wir das Ganze zusammenkriegen.
So sieht es mittlerweile aus. Ich muss ehrlich sein zu euch, heute ist der Abend des dritten Tages und wir haben uns entschieden, dass ich morgen noch hier bin, weil uns hier vorne diese Abschlussprofile fehlen. Da kommen vorne und hinten an die jeweiligen Stegdoppelplatten kommen noch Alu-U-Profile, vorne mit Tropfkante, hinten ohne. Die müssen wir erst montieren, bevor wir obendrauf quasi die Dichtleisten verschrauben können. Ist leider nicht mitgeliefert worden, habe ich aber auch nicht gemerkt, als der Lieferschein kam. Das heißt, morgen fahren wir dahin, holen uns die und dann sieht das schon ganz gut aus. Wenn ihr mal schauen wollt, was wir schon gemacht haben, das sind die Seilspannmarkisen. Ihr habt eben gesehen, wie ich die Seile quasi vormontiert habe. Dann kann man das Ganze an beiden Seiten, also hier an dem Spanner und vorne am Spanner, kann man es eben nochmal um etwa 3-4 cm nachspannen, damit das richtig knackig ist. Ihr müsst ein bisschen Feingefühl beim Spannen entwickeln, weil straff ist natürlich gut, aber es sollte nicht so straff sein, dass es quasi aus der Verankerung wieder rauskommt. Die Schwäche ist dann nicht die Schraube, mit der es hinten im Sparren verdreht ist, sondern diese Stellschraube, die aus Kunststoff hergestellt ist. Ansonsten sieht das ziemlich schick aus, finde ich. Und ich hatte euch gesagt, das ist halt natürlich ein bisschen doppelt gemoppelt. Also Sonnenschutzplatten und dann nochmal Sonnenschutzmarkisen. Ich mache mal so. Aber ihr seht, das hat schon eine sehr wohnliche Qualität fast, kann man sagen. Okay, also nicht wegschalten. Morgen seht ihr mich, wie ich hier vorne die Randleiste anbringe. Und was dann natürlich nicht fehlen darf, ist auch die Ringrinne. Werden dann 3,5 Tage, mein Gott. Was soll's, so sind Baustellen. Wir sehen uns. Tag 4. Wir ziehen durch, bis es steht, auch wenn es der Plan anders vorsah. Aber wenn man Gott zum Lachen bringen will, macht man einen Plan. Kennt ihr ja. Das sind die Teile, die haben gefehlt. Das sind die Aluminiumprofile für die Enden der Stegdoppelplatten. Die werden also nochmal darüber geschoben, wo wir schon die Klebebänder aufgebracht haben. Dieser kleine Steg hier vorne in der Mitte, der hält das Profil auf Abstand zur Platte, sodass die Diffusion quasi noch stattfinden kann. Ist ja ganz wichtig, dass das nicht gerade unten nicht ganz dicht ist. Und hier vorne, dieses Teil hier, das weist nachher nach unten, das ist die Tropfkante. Die werden ganz einfach aufgeschoben. Ist ein bisschen fummelig, deswegen habe ich mir erlaubt, mit einem kleinen Tuch ein bisschen BT40 oben auf der Oberfläche der Platte aufzutragen. Das haben wir von den Seilspannmarkisen, das erkläre ich euch später noch. So, also jetzt die Dinger aufschieben. Hinten habe ich das schon gemacht. Jetzt haben wir die Platten durchgeschoben bis an die Wand. Jetzt kommt das vorne noch und dann können wir anfangen mit den Dicht- und Deckprofilen von oben. Drückt mir die Daumen. Fast fertig. Regenrinne müssen wir noch machen. Aber ihr seht, hier die Oberschienen, die Dichtschienen haben wir jetzt montiert mit den Schrauben, die quasi in das untere Profil eingreifen mit einem Sechskantkopf und einem Dichtring. Und was jetzt noch fehlt, ist einmal vorne die kleinen Abschlusswinkel. Wie gesagt, die Regenrinne und was ihr beachten müsst, wenn ihr auf solche Dächer geht, aber das muss ich gelernt haben, deswegen wahrscheinlich nicht erzählen. Hier sieht man es ein bisschen, eine Schaltafel. Und zwar dürft ihr natürlich die Platten selber nicht betreten, so eine Schaltafel ist 1,50 lang, 50 breit, die kann man sich hier auslegen, dass man immer auf mindestens 2 Sparren aufliegt. Und wenn ihr davon 2 oder 3 Stück habt, dann reicht das, um auf dem Dach alles zu montieren, was ihr montieren müsst, zumal ihr ja auch, ich sag mal, die äußeren Dichtprofile könnt ihr natürlich vom Rand ausschrauben, die unteren könnt ihr bis zur dritten Schraube machen, von der Leiter, von der Traufe aus, aber hier oben, da müsst ihr halt drauf aufs Dach. Also entweder Schalttafel, Bohlen gehen auch. Jetzt machen wir noch unsere kleine Dachrinne. Das wird ein Kinderspiel, glaube ich. Ja, das Schöne an unserer Dachrinne ist, dass ich natürlich hier mit dem Rähmen hier vorne völlig unabhängig bin von den Sparren. Das heißt, ich kann hier die Halter überall dahin setzen, wo ich sie gerne hin hätte. Das ist ganz normales Halbrundrohr, 70 mm, kriegt man in jedem gut sortierten Baumarkt. Und ich habe jetzt mal einen Abstand gewählt von 70 cm und mit 2% Gefälle. Bei 3,50 m macht das 7 cm Höhenunterschied. Das heißt, hier vorne,
Da habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass ich hier oben Luft habe, weil ich ja nachher noch mit der Regenrinne da das reinklipsen muss. Und dann wird das mit jedem weiteren Halter geht das 1,5 cm runter, sodass ich hinten fast unten an der Unterseite, an der Unterkante des Rahmens bin. Relativ easy System, kann sogar ich als Zimmerer, muss man kein Dachdecker sein. Und ich mache noch das von der anderen Seite fest und dann klipsen wir das Rohr ein. Nein, die Dachrinne, nicht das Rohr. Das kommt später. So sieht die Rinne dann aus. Sauber, 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 sauber. Wie gesagt, ungefähr 2% Gefälle hier hinten. Was ich ganz schön finde, ist, dass sich dieser Abfluss hier quasi im gleichen Winkel wie das Kopfband nach unten bewegt, also 45 Grad. Und dann sieht man, dass es hier unten wunderbar in die Tonne läuft. So soll das sein. So, liebe Freunde, das war's. Das ist das Ding. Der Hausherr wird es noch Oberflächen behandeln, habe ich ihm natürlich dringend ans Herz gelegt. Wahrscheinlich lasieren, er möchte gerne den Holzton behandeln, finde ich okay, finde ich gut. Und ihr seht, das ist alles kein Hexenwerk. Mit den Möglichkeiten, die ich hier auf so einer Baustelle mit meinem begrenzten Gerät einfach so auf die Beine stellen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas bemerkt habt, was ihr anders macht, was ich anders hätte machen sollen, scheut euch nicht, das in die Kommentare zu schreiben. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht eitel und ich antworte auch. Immer ganz wichtig. Es wird ein nächstes Video geben, das kann ich euch versprechen. Wir sind in den Vorbereitungen dazu und es wird was Tolles. Was sonst? Macht's gut!